reden wir also über die Linke. In Niedersachsen hat es gestern für die Partei wieder nicht gereicht, wieder an der 5%-Hürde gescheitert. Konstanze Abratzky beobachtet die morgendliche Lage vor dem Karl-Liebknecht-Haus in Berlin-Mitte und hat, wie ich höre, ja, einen prominenten Gesprächspartner der Linken an ihrer Seite. Ja, so ist das, Andreas Klinner. Hier ist noch nicht so richtig viel los. Jetzt um 9 Uhr tritt der Parteivorstand zusammen und berät den Ausgang der Wahl gestern in Niedersachsen. Bei mir ist Bernd Rixinger, Parteivorsitzender. Guten Morgen, Herr Rixinger. Wenn Sie zurückschauen auf die Wahl von gestern, muss man dann konstatieren, dass Westdeutschland und die Linke einfach nicht zusammengehen wollen? Nein, auf keinen Fall. Wir haben ja gesehen bei der Bundestagswahl, dass wir gerade in Westdeutschland stark angestiegen sind. Und wir sind natürlich enttäuscht, dass wir nicht reingekommen sind. Da hätten wir uns etwas mehr erwartet. Aber wir haben 1,5% zugelegt. Wir haben einige Erscheinungen, die uns optimistisch stimmen, dass wir bei den Erstwählern 10% haben, bei den unter 30-Jährigen 7%, dass wir in den Städten stark zugelegt haben. Wir haben aber noch Schwächen auf dem Land und wir kommen offensichtlich bei den älteren Menschen nicht so gut an. Ja, vielleicht werden die Jüngeren ja noch älter. Aber trotzdem, bei der Bundestagswahl haben Sie ja selber gesagt, da lagen Sie bei 6,9%. Das klang ja eigentlich sehr verheißungsvoll. Jetzt gestern die 5%-Hürde mit 4,6 verpasst. Woran lag es denn? Sind es die falschen Themen, die falschen Kandidaten? Nee, wir haben ja gesehen jetzt bei den Kompetenzen, dass wir in der Frage soziale Gerechtigkeit zugenommen haben. Wir haben sogar bei der Bildungskompetenz zugenommen und bei der Flüchtlingsfrage. Und unsere Spitzenkandidaten haben gute Werte. Für uns nein, ich glaube, wir haben einfach nicht die gleiche Mobilisierungskraft bei Landtagswahlen wie bei Bundestagswahlen. Ein Teil unserer Wähler schätzt offensichtlich die Bedeutung der Landtagswahlen noch nicht so hoch ein. Und uns fehlt immer noch eine gewisse flächendeckende Verankerung in den großen Flächenländern. Denken Sie, dass diese Rechts-Links-Zuschreibungen langsam aufgehoben sind? Nein, es gibt klare Zuschreibungen rechts-links. Wir sind links, die AfD ist rechts, die SPD muss sich neu verorten und die Konservativen sind auch eher auf der rechten Seite. Wo es ein bisschen schwierig wird, wird bei den Grünen. Da werden wir sehen, wohin die sich entscheiden. Das ist jetzt eine, sowieso eine schwierige Wahl dort in Niedersachsen. Aber wenn wir das jetzt auf das Bundespolitische drehen, jetzt haben Sie eine SPD im Bundestag, die jetzt wieder etwas selbstbewusster vielleicht in die Legislaturperiode hineinschreitet. Ist das für Sie ja gut, dass Sie sich auch näher zusammenschließen können? Ja, wenn die SPD sich entscheidet, wieder sozialdemokratischer zu werden, einen klaren Oppositionskurs gegen Merkel und die zu erwartende Jamaika-Koalition zu fahren, dann ist das positiv, weil es geht darum, Alternativen auszuarbeiten. Wir werden erleben, dass gerade die Frage des Sozialen, die Fragen der Renten, die Frage der Löhne, die Frage des sozialen Wohnungsbaus bei dieser neuen Koalition keine große Rolle spielen werden. Ich glaube, die lähmen sich selber. Die CDU wird von rechts, von der FDP unter Druck gesetzt und die Grünen müssen irgendwo in ihren Magenthemen was gewinnen. Somit gibt es praktisch viel zu tun für die Opposition, diese zentralen Fragen in den Mittelpunkt zu stellen und quasi die soziale Auseinandersetzung mit der Union und den anderen Parteien zu suchen. Da gibt es noch vieles zu tun. Jetzt müssen wir noch eine Frage stellen. Nach den Bundestagswahlen gab es bei den Linken alte, zugedeckte, nicht so schöne Personalschreitereien, die wieder hochgekommen sind. Oskar Lafontaine hat als Mann von Sarah Wagenknecht ein bisschen getreten, sage ich einmal verbal. Danach hat das was damit auch zu tun, dass sie sich schwach abgeschnitten haben? Ich glaube unterm Strich nicht, aber natürlich ist niemals gut, wenn man sich streitet und wenn man sich nach einem Tag nach der Bundestagswahl streitet. Das war unnötig und war sicher nicht hilfreich. Ich glaube aber nicht, dass es jetzt entscheidend war. Herr Rixinger, vielen Dank heute Morgen für die Analyse. Und wir sehen auch Bernd Rixinger später mit Katja Kipping. Wird ja um 13 Uhr hier im Haus hinter mir ein Pressestatement geben und natürlich gibt es dann auch Blumen. Ich gebe erstmal schnell wieder zurück ins Studio zu Andreas Klinner.